Trotzdem nochmal Gratulation an die Mannschaft um Horst Rubisch. Thomas, trotzdem Finale verlieren ist immer Mist, ne? Und so knapp vor allem. Ja, und die Art und Weise, also muss wirklich sagen, die Mannschaft hat wirklich ein bravouröses Turnier gespielt mit Anlaufschwierigkeiten, weil sie haben ja null Vorbereitung gehabt. Aber auch gestern im Finale muss man wirklich sagen, dass die Jungs da ihren Mann gestanden sind und ein tolles Spiel vor der Kulisse auch abgeliefert haben. Armin, wie geht das eigentlich ohne Vorbereitung? Was macht man da als Trainer? Hält die Jungs noch bei Laune? Also, das große Verdienst von Horst, muss man ganz klar sagen, weil sie gestern auch und am Spiel vorher wirklich als Team aufgetreten sind. Und es ist so ausgesehen, dass viele Dinge schon automatisiert werden. Und das ist schon etwas in der Kürze der Zeit, ohne Vorbereitung hinzukriegen, hat sicher mit dem Trainer was zu tun. Aufgrund seiner Persönlichkeit glaube ich, dass die Jungs ihm total gefolgt sind, dass sie sehr, sehr gerne für ihn gespielt haben. Und nochmal, Verdienst von Horst Rubisch.